Server ist eigentlich da, ich bin auch da, ja. Der hieß nochmal wie? Ich will nochmal gucken, ob er da ist. Fragen mich Sachen. Jetzt muss ich mal gucken hier. Kann ich dir gerade nicht sagen, ja, wie der blöde Server heißt. Und zwar Dark World of Eternity heißt der Server. Aber den Namen geschrieben. Ja. Oh, es ist Tag geworden. Sehr schön. Ich mach auf die Suche, mich machen halt. Gleiche Taste. Warst du gerade weg? Was? Ich war weg? Wohin? Wie weg? Nicht. Mumble hat bei mir rumgequatscht. Ah, du hast Mods enabled, ja. In Ordnung. Stimmt, das war ja deine Kartenmod und alles. Genau. Okay. Siehst du ja auch im Video mal hier. Hm? Ist das ein Schweinehaus? Ja. Okay. Ja, ich höre euch ja schon rumkrakeln. Weißt du noch, wo wir verreckt sind das letzte Mal? Wegen Rucksack? Ich glaube, du warst verreckt und ich war nicht verreckt. Weil ich bin gerade noch als Roboter da und bei mir sieht es wirklich gut aus. Ach so. Ja. Ach, das bist du? Okay. Das bin ich, ja. Der Becken ist noch nicht dabei, aber der kommt wirklich gleich. Ach, hier ist vom Walross dieses blöde Walross-Zahn hier, wo ist der eigentlich gut? Ehrlich? Ja. Aber kannst du irgendwas Cooles basteln? Ich glaube so eine Mütze, die gut für die geistige Gesundheit ist. Ich pack das Ding mal in die Kiste, wenn Platz ist. Ich muss jetzt wieder alles neu lernen. Ja, ich habe Tag 1 bei mir auf der Uhr stehen. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich alles machen will. Also hier pennen die Spinnen. Ah, hier ist also das Walross-Camp und das kommt dann wieder, oder was? Ja, am nächsten Winter. Ja, ich muss erstmal meinen Rucksack suchen hier. Mhm. Ich hätte mir das jetzt Play mal angucken sollen. Verdammte Tat, na egal. Was ging denn hier eigentlich? Oh, noch 8, stimmt, ich bin ja auch verreckt, ich hab gar nicht so viel von der Welt davor. Ja, ich wollte schon sagen, du bist doch irgendwie auch, wir sind doch relativ gleichzeitig. Was steht denn bei dir oben beim Tag drin hier? Bei mir Tag 4, Welttag 36. Wir haben uns noch gar keine Bärenbücher angesammelt, oder? Nee, da hatte ich ja letztes Mal versucht anzufangen, aber. Dabei ist es dann auch geblieben. Also ich werde jetzt mal mein Inventar holen und mal losspielen. Ich suche erstmal mein Zeug, aber ich weiß, hab mir jetzt nicht mal meine Idee, wo es war. Scheiße. Also hier bin ich schon mal gestorben, sehe ich mich gerade schon mal hier gefunden. Schnauze. Ah, alles klar, jetzt ist dabei. Der ist auch schon die ganze Zeit bei mir eingezeigt gewesen, allerdings als Rachezeichen. Ihr seid jetzt zwei Roboter, oder was? Ja, wie es aussieht. Wir sind die Roboter. Da die. Ja, warum auch nicht? Ja. Ich bin ja wieder als. Nicht als Feuerzeugtante unterwegs. Wobei, scheiße, ich hätte das Feuerzeug vor uns einstecken. Das ist es weg. Na gut. Eins müsste ja noch da sein, oder? Ein Feuerzeug. Ja, das kann sein. Ich weiß aber nicht mehr. Das steht im Lager irgendwo. Es wird jetzt schon wieder dunkel. Ich glaub's nicht. Ah. Das doofe Spinnen kommen hier schon wieder. Geht mir von. Schwer zu sagen, ich muss erst mal suchen. Achso, warte, ich kann ja mal gucken, ob ich ihn über die Karte sehe hier. Und zwar. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Er ist, glaube ich, ganz unten. Oh, ich bin gleich angegriffen. Ja, der Kollege sagt gerade, du bist ganz im Süden.
Und du musst dich links hochhalten, also wirklich diagonal zur Karte, nach, also links oben wäre das. Ja, aber jetzt halt nur die Frage, ob die Karte in die gleiche Richtung gedreht hat, ne? Ja, das, ich habe sie eigentlich jetzt nicht weiter geändert, also zum Lager zu. Naja. So, ich finde wenigstens mal ein paar Skelette, ist auch nicht schlecht. Schon geplündert hier. Oh, ich sollte mal zum Lager zurückrennen. Eine Spinne. Ich schlag schon noch ahnungslos drauf zu. Hau ab. Und ich weit weg. Ah, Nils. Ja. Geh mal nach Nordosten. Du musst mich auf der Karte sehen, wenn der M drückt. Schnauze, du dumme Spinne hier. Einfach zu den Gänsen. Ach doch, alle beide Feuerzeuge sind noch da. Glück gehabt. Ja, ich sehe, ihr habt euch gefunden. Ja. So, Rucksack habe ich. Was habe ich denn? Feuerstein, ja. Sieht es wieder mauig aus. Was? Ist hier jemand zu nah am Feuer gewesen oder wie sehen wir das? Wieso? Irgendwas gerade vom Feuerlevel. Schaufel, genau. Da ist schon wieder ja das Geräusch. Ich bräuchte einen dummen Hammer. Laser, Pitch. Alles. Also auch Hunde einfach selten, wir haben schon irgendwie noch darauf brauchen. Mal gucken. So, ich, das ist richtig. Ist ja noch was zu essen da, also? Wirst du das? Ich hab noch was für mich einstecken, das muss ich jetzt aber auch gleich essen. Und weg ist es. Ja, der Holger braucht was. Hast du was? Ja, Essen müssen wir auf jeden Fall erstmal noch anschaffen. Ja, das möchten wir jetzt. Also nicht schlimm. Was war's denn? Scheiße. Hat die wieder. Eine Schaufel habe ich mir da schon gebastelt. Oh, genau. Ein Hammer brauche ich noch. Schade. So, ich muss jetzt also ja, auf die Karte gucken, hab aber noch nichts. Scheiße, jetzt geht das wieder los. Sieht ein bisschen aus, leer. Achso, du willst die wo pflücken oder was? Ja. Dann macht Sinn. Ach, kacke, ich kann auch keine Schaufel bauen. Das ist es halt. Ich kann auch gerade nicht viel machen. Eine Schaufel habe ich, aber kann ich dir geben? Nee, passt. Ich will mir erinnern. Achso. Müsste die so. Ja, dann ist gut. Na gut, dann. Komm, rüst das Ding mal aus. Ich würde sagen, dick. Zack. Und wenigstens ist der Assi Winter jetzt schon vorbei. Ab jetzt mit dem N.
Friedhof. Verdammt, das Pech, ich habe nur böse Geister im Friedhof hier. Was ist das? Oh, ich habe irgendwelche Buttons gefunden. Die ganzen kleinen Schweine sind verkaufen für Kohle. Also für Geld. Ach so? Hm. Ich glaube, ich bin gerade auf dem Weg zum Schweinekönig. Ich bin auf dem Steinweg gelandet. Jawohl, hier hat jemand ordentlich den Wald abgefackelt. Meine Herren. Ja, ja, ich sehe ihn doch. Genau, unser Korpskonsigneur. Wir haben jetzt keine Asche. Nicht viel zumindest. Oder haben wir Asche? Musst mal in den Dingens gucken im. So, was brauchst du Aschen jetzt? Ich hatte vor uns immer mal ein bisschen Asche, wenn es ging, eingesammelt. Okay, da brauchst du aber. Also weil dort, der spuckt ja einen Haufen Gold aus. Für diese Knöpfe da. Das ist schlecht. Sammle am besten auf jeden Fall Samen und die Samen. Also die Samen, wenn sie geröstet sind. Echt? Ja. Also hast du einen Baum gehackt und der hat. Ach, Scheiße. Ach, jetzt hab ich mein Zeug gefunden. Juhu! Macht er schon was kaputt? Scheiße, das ist nicht gut. Renn weg und pflanzt Bäume. Oh, hat jemand den Baumwächter? Ja. Oh, ich war Hunger übrigens gerade. Fuck. Boah, ich war Hunger gerade. Sieht ja gut aus. So, ich weiß, es ist immer dunkel, ja. Ich muss mal gucken. Nein. Nicht gut ist. Hängt da nicht noch Fleisch irgendwo bei uns rum hier? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt der Baumgeist verdammt hat. Ach, der ist bei uns im Lager oder was? Anscheinend. Ja, alte Witzka, Herr Kapitän. Ja, das geht. Ja, spricht. Ach, er hat doch nicht, kaputt gemacht, das ist doch gut. Wie sind der hier reingekommen? Da hinten ist noch was offen gewesen, ja. Ach, der ist ja drin gespawnt, ne, oder? Das weiß ich nicht. Ach so, okay. Hoch. Wo seid ihr beten hier? Ich sehe euch da oben rumspringen. Gibt's da jetzt ein Problem, wenn ich hingehe, oder? Wächter oder Baumgeist? Also hier, oder Baumwächter. Mhm. Ah, ich hab ne. Ne, der hat sich beruhigt. Und dafür können wir nur hoffen, dass er wegwandert. Ich weiß nicht, den können wir nachher mal zum Schwein locken oder sowas. Das ist ja ganz schlau. Können wir gleich machen. Wir haben im Westen einen kleinen Schweinehof. Zum König hin. Da hätten wir das wäre gut gewesen, ja. Tja, man kann nicht alles haben. Ah, was sehen wir in der Augen? Ah, hier ist er. Okay. Wo ist es? Scheiße, jetzt kommt... Der hat schon wieder hier drinnen. Warum denn das? Keine Ahnung. Wo ist denn der? Oh Scheiße, ich verhungere ja gerade unten. Der schafft jetzt gerade auf unser Lager. Kacke. Ich fresse immer ein bisschen das Dorffleisch gerade. Ja, und ich regle mal das mit dem Baumwächter. Gucken, geht da überhaupt nicht los? Ich sehe, ihr bettelt euch gerade mit dem oder was? Ich habe noch ein bisschen Pfannenzapfen, sonst hätten wir die ja hier. Moment, Scheiße, ich brauche eine Sattel. Ich hab schon Feuerzeug, ich hab ein Feuerzeug. Ja, ja, sie müssten da sein, sogar 3 Stück. Komm mit meiner. Oh, Scheiße, es wird dunkel. Ja. Aber jetzt sehe ich natürlich überhaupt nicht, was er mich rumlötet. Nein.
Das dumme Gold, also haben wir noch gar nicht. Ich versuche jetzt mal was zu essen, wenn er so eine Weile vorschaltet. Ah. Das ist jetzt echt ein Problem hier. Ich bin eigentlich auch schon so fast am Ende. Es ist zu kotzen hier, nicht da. Ja, einen halben Tag brauchst du noch. Mindestens. Bist du jetzt hier? Die Wärmebücher sind nicht nachgewachsen. So. Ich pflanze mal schnell ein paar Bärenbüsche hier hin, bevor ich hier wieder die Flugmiets mache. Ah, oh, scheiße, es kotzt mich doch schon alles an. Ja. Ja. Dann müssen wir noch was machen. Die Spinnenweben hier. Okay. Ja, muss irgendwo ein bisschen wett rumliegen. Ja. Wo ist denn der Baumwächter jetzt? Den habe ich jetzt im Schwein hier in den Schwein geklopft. Okay. Der klopft gerade. Cool. Dann würde ich mal mit dazukommen. Okay. Ja. Ja, ich hab ihn noch nach, wir hatten gerade Wimpern. Mich greift er nicht an, ja. Wisst ihr, er geht für eher von mir sogar weg. Nee, da steht er doch erstmal gut, so wie er ist. Denn dort, du hast gerade übelst einen Knastfolge. Ja, ich bin eigentlich kurz vorm Verrecken hier. Das dann komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit ins Lager. Warte, ich wollte mal ein paar. Ein paar Büsche hier klauen bei den Schweinen. Nee, lass die im Schweinehof ganz lassen, die stehen doch gut. Ja, die einzelnen. Die musst du nicht düngen. Achso. Das ist gut, lass die nur dort. Ja, ich habe schon zwei jetzt eingesammelt hier. Ja, gut, dann nehmen wir die zwei mit her, aber. Ja, die einzelstehenden habe ich genommen, weißt du. Ja. Wo bist du da drin? Okay. Hat jemand Monster mit oder sowas? Nee, gar nicht, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich bin komplett out. Außer, also, dass ich einen Heatstone gefunden habe. Oh, okay. Scheiße. Bei mir ist schon wieder gerade ein kritisches hier Verrecken angesagt. Dann, ich koche hier Fleischbällchen, aber wir bräuchten noch irgendwie Fleisch. Ja, deswegen hatte ich ja gehofft, dass der sich hier waffelt, dass ich das sammeln kann, weißt du, hier da Baumwächter. Ja, ich habe das Fleisch schon gesammelt. Achso. Das verkochst gerade. Aber wir brauchen noch anderes Fleisch, Füllerfleisch. Wir bräuchten noch keinen Mikromittelscheiß, damit wir uns gleich nichts zumachen können. Das macht dann richtig Platz. Ja, ich weiß nicht, okay, jetzt bin ich erstmal wieder halb voll. Ich gehe mal auf Kaninchensuche, ich habe eine Falle, aber. Ja, die Falle, die habe ich jetzt bloß gerade leer gemacht. Nee, ich habe eine einstecken, die habe ich gerade gefunden unterwegs. Okay. Aber ich habe noch nicht viel Kaninchen jetzt hier Bauten gefunden, das ist das Problem, weil... Ja, mal echt keine noch mehr. Tot und so. Nee, ich hatte ja vorher mal irgendwelche schon aufgedeckt, da stand auch eine Falle, aber... Ja, ich habe ein Kaninchen gefunden. Das hoppelt hier so vor sich hin. Wie viele haben wir gefunden, wenn du durch das eine Wurmloch hier in den Norden gehst und dann nach Süden? Das Wurmloch dein Lager, das ist doch wie viele Herden. Aha. Ja. Aha.
halt mal Vater. Ja, diese blöden Büffel fehlen halt hier dieses Mal, ne? Ja, durch das innere Loch kommen wir an welche ran. Ja, aber da ist er sofort wieder hier. Insane in the brain angesagt. Schlecht. Wo bist du? Hier unten. Ah, oh, scheiße, kannst du nur. Was denn? Der Kollege vor, also der Bäcker, ist auch gerade schön am Verhungern. Achso, oh scheiße, aber dumme Frische hier. Dann fängst du einfach mal an, dann. Ja, du spawnst sofort wieder neue, das ist kein Problem, ja. Das heißt, kannst kein dann Problem. Quasi einfach wieder einloggen und sogar nochmal einen Charakter wählen. Fängst aber halt wieder von vorne an. Richtig, das ist eh ein sehr ärgerliche. Ja. Pick Flower. Kann ich mir jetzt schon eine Mütze machen? Nein, noch nicht. Aber jetzt. Endlich mal wieder eine anständige Mütze. Also ich habe die nicht. Diese Bärenbüsche, mit was muss man die düngen? Nur mit Scheiße war das doch, hm? Ja, oder mit diesem Wet Food. Ich habe noch was. Ja, Rot heißt das. Rot. Ah, ja, das verrottende Zeug. Okay, alles klar. Das bleibt einfach liegen, wo du gestorben bist. Jetzt haben wir doch schon einige Bärenbüsche hier gepflanzt. Das finde ich gut. Wie sieht es denn aus hier? Also, ich habe ein paar Bären reingeschmissen in den Topf, aber. Ja, vielleicht habe ich jetzt auch keinen Sinn. Das habe ich jetzt zum Trocknen abgehängt, beziehungsweise schon verarbeitet. Egal, dann mache ich mir mal hier ein bisschen. Du kannst hier auch. Warte, in meinem Chest aus dem Fleischflächen drin ist die mal. Wo ist der Chest? Der ist da hier hinten irgendwo, da ist er. Tatsache, cool. Achso, hier liegt auch noch Gold und so rum, wollte ich nur sagen. Quatsch, im Spinnenweben. Mhm. Ich pack die mal zu den Chester hier, dass das alles ein bisschen zentraler liegt. Okay. Das Gold habe ich ja vom. Oh, ey. Ach, Alter. 24 Goldnuggets haben wir jetzt. 13 Spinnenweben. Das ist gut. Hier steht übrigens noch ein Feuerzeug rum, ein drittes. Also, weiß nicht, der Baxter eins haben will. Ja. Ich habe mein altes gefunden, wie man sieht. Essen. Ich sage uns dann gleich Bescheid. Bei mir liegt noch ein Feuerzeug da auch rum, wenn ich den noch annehmen will. Okay. Ist der Baumwächter noch oben im Schweinedorf? Hast du mal geguckt? Kann man gleich mal gucken gehen. Wo ist er denn jetzt eigentlich hin? Ja, der Back. Ist er tot oder was? Nicht mehr. Ich sehe ihn jetzt. Doch, der ist links oben ganz im Dunkeln. Alles klar, ja. Also bei mir aus links oben. Hat der Baumwächter nicht mehr im Schweinedorf, scheiße. Schade, ich habe mich ja gerade aufs frische Fleisch gefreut gehabt, aber. Oder der hat ja Hütten. Nee, der hat ja Hütten nicht angeguckt. Gehen wir mal links. Ah, die Bären hat schon alle wieder leer gesammelt, quasi. Da war ich gar nicht dran, also die waren noch leer. Oh, hier ist der Baumwächter. Hallo, mein Freund, wie geht's dir? Rennt er mir hinterher?
Also mir scheint er nicht hinterher zu rennen. Leider. Du hast was, Franz? Was hast du eingesammelt? Krass. Wir müssen uns mal eine Stelle zum Anschlagen suchen. Perfekt. Ich was, ich geh jetzt in die Bibel los, zur Scheiße. Bei uns am Lager parkt der Baumwächter, wollte ich nur sagen, ja. Das ist mies. Wir sind ja schon mal umgezogen aus der Welt. Wir sind ja schon mal umgezogen. Wir haben aus Versehen ein Lager und mitten in einem Gebiet gebaut, wo meteoritisch die Firmen niedergehen. Ist doch nicht so schlau. Nein, auf Dauer ein bisschen nervig hier. Ich weiß gar nicht, siehst du, da war ich schon lange nicht mehr hinten. Ja. Alles klar. Geil. Und jetzt bringst du uns mal ein Spiegel mit. Ja, ich hab hinten auch schon fleißig gepflanzt. Geil. Also ich komme essensmäßig erstmal kurz klar. So, guck mal, ob ich die Bifelöse wieder finde. Weil da war ich auch noch nicht, seit ich gestorben bin. Ja, das wäre nicht schlecht, wenn die mal aufklärt hier. Ah, kacke, Angeln nicht dabei. Das ist jetzt ja Fisch. Wir könnten mal ein bisschen angeln. Ja, wir spinnen jetzt, brauchen wir doch dafür, oder? Ja. Da haben wir ja, ich habe eine Angel liegen in der Kiste, glaube ich. Achso. Na gut, aber da ist es doch eher sinnvoller, wenn man eine mehr macht, oder? Wo ist jetzt hier? Greif es an, das Kaninchen, tu es. 30 Bärenbücher. Ist ja irre. Was hast du denn hergeholt? Aha. Aber nicht in der Wein. Ne, das andere Schwein durfte da vorne so viele. Nö, da komme ich nicht als Empfehler. War eigentlich auch in der falschen Richtung. Ich glaube, da oben waren wir noch gar nicht. Krass. Doch. Ich habe die Bügel, die Lösung nicht gerade gründlich. Sehr scheiße. Jetzt malt er bei mir schon wieder rum, dass er hungrig ist. Mhm. Bis die Laden wieder. Hier baue ich jetzt einfach mal unser Fleisch ein. Was jetzt? Der Kollege ist gerade im Meteoritengebiet bei unserer alten Basis. Achso, naja, gut, da geht's, wie gesagt. Oh. Ach, geil. Steht überhaupt noch was da? Ja, ist noch nicht kaputt gegangen, scheint. Ah ja, ich sehe es. Also zumindest, dass er da hinten rumspringt. The First Base sozusagen. Da, ich stecke auch bloß wieder gerade alles hier neu auf. Bis zum nächsten blöden Hund oder was weiß ich. Ach, die kommen ja auch bald wieder. Mhm. All things so. Ja, da müssten wir zum Schweinedorf hier wieder. Versuchen uns durchzuschlagen. Wie viel Stein haben wir nicht mehr, oder? Nee, da sieht's ganz mies aus mit Steinen. Da wollte ich ja wieder hin, ja, nachher, wenn ich da. Aber da müssen wir erstmal muss die Nahrungsquelle, ne? Muss erstmal wieder erschlossen werden.
Da rennt irgendjemand über den Steinweg, sehe ich. Aha. Ich weiß nicht. Ganz woanders. Wenn es dir wächst, oder? Da wollen wir die Büsche irgendwie ein bisschen separierter. Oh ja, er steht am Maher und zwar lieber hier. Baumwächter. Er ist bei den Bärenbüschen. Mhm. Ja. Ja. Ein Stück weiter weg. Ich würde hier fast das ganze Stück östlich, also von meiner Perspektive, von unserem Lager aufstellen. Bei mir ist jetzt. Wo hier auch die eine Falle steht. Genau. Ja, es ist jetzt mehr südlich, also unten zum Wasser zu hier. Ich glaube, weil hier ist es südlich. Ich glaube, er hat sich wieder zurückgesetzt. Nicht, weil, wenn da mal ein Blitz rumkommt, wir haben noch keinen Blitzableiter, sind die alle abgefackelt. Da stand doch irgendwo einer rum im Blitzableiter. Hier in der Basis steht einer. Ja, aber der reicht nicht vor. Na, dann brauchen wir dafür nicht Gold, wir haben da so einen Haufen Zeug hier. Ja, stimmt, das könnte man noch einbauen. Aber ich würde ihn trotzdem ein Stück weiter wegstellen, weil wenn der Kugel kommt. Ja, der spawnt halt, wenn hier. Ja, ich will es mit mir ernten. Ich glaube hier mal ein bisschen essen. So bin ich zu ihm. Mhm. Aber macht nichts. Ich schmeiße schon wieder was Neues rein. Zack. Also wenn jetzt noch. Ganz klar hin manchmal. Wenn noch jemand Fleisch hat und so ein Zeug. Aber ich habe leider noch nicht. Ich habe wieder ein paar Bären gefunden. Ich bringe auch noch ein bisschen Kacke mit. Ja, Bären habe ich auch schon reingeschmissen und Fleisch, aber okay. Das reicht eben halt nicht mehr. Ja. Und Samen, aber die wollte ich mal ganz gerne aufheben eigentlich. Soll. Ja, gut. Spitze, da sind wir auf dem richtigen Weg, da kommt es gleich mal zurück. Mal noch ein bisschen Kacke mitnehmen. So, hab ich eigentlich schon. Fishing Rod, okay, ich brauche also zwei Spinnennetze. Oh, der Baumwächter stapft hier lustig wieder. Ich habe jetzt noch ein Kornickel gefangen, aber kann ich nicht mitnehmen. Lass mich raten, in den Inventar ist voll. Ja, hier. Das geht mir leider genauso. Ich muss jetzt wirklich echt mal anfangen mit ein bisschen hier. Kann man es zusammenlegen? Jawohl. Strohhut packe ich mal hier hin. Flints habe ich einen Haufen Mist. Ich brauche keinen 40 Feuersteine. So. Ah, ich habe noch 21 Essenspunkte, dann ist er schon wieder. Ja, so ein Ort ist doch bei mir. Aber ich bringe Mist. Ja, pfff. Ich bringe mir eigentlich nicht viel. Egal, was soll's. Gucken wir mal. Ich wollte jetzt eigentlich genau zum Chester gehen und mir eine leckere Worcester-Soße machen. Oh ja, ist ein Vogel irgendwo gefangen. Zack. Gucken wir mal. Sehr schön. Achso, er kocht. Bist du jetzt schon da, Sören? Oder wer nee, kocht jetzt hier? Also, dein Kumpel gerade was gekocht hier. Genau. Ich habe mich in den anderen Topf wieder sein. Ich würde mir gerne das andere Topfessen klauen hier. Mache, ich kann mir selber was machen. Ich weiß ja nicht, wie es hier beim Baxter aussieht. Ja, so, kann sich der Holger irgendwas von dir zu essen nehmen? Hab ich schon zu spät schon gefuttert. Wenn du noch Fleisch hast in dem vorderen Topf, liegt schon was drin. Ja, habe ich schon was reingelegt. Geil. Meine Ausbeute sozusagen. Wo hast du die Bärenbüsche hingeklappt? Da liegen welche hier vorne. Ja. Alles klar, geil. 20 Stück, okay. So.
Ich muss doch bei diesem hier Wasserlöchern kann man doch angeln, ne? Genau. Ui. Muss dann irgendwie im richtigen Moment klicken. Clockwork Orange meldet sich hier unten gerade. Ja, so ist das halt leider. Fleisch, gut. Ich hab Kacke. Am Fuß. Bin schon dran. Scheiße. Ich hab noch keine gesammelt, kann ich keine Form mehr bauen. Achso, stimmt, die brauchtest du ja zum. Kommt wieder die andere Spieler auf den Server, oder? Nee. Nee. Schade. Naja, das ist wirklich schade, aber nicht zu ändern, ja. Wir haben den Server halt so richtig online stehen, dass auch Fremde mitspielen können. Doch, und ich hab den eigentlich hier komplett offen, ohne Passwort. Hm. Berries. Noch ein paar Schweine? Ja, immer zu. Aber ich würde deswegen keine Häuser abbauen, weil du das vorhast. Ja, also die Schweine rücken ja okay. Also die westlich, passt, da kann man was hinlocken, da kann man noch was dazu bauen. Wenn du mal, wenn wir irgendwie von den Schweinen halt so das Gelumpe kriegen, ist das ja auch gut. Aber wir müssen sowieso nochmal über diese Stein holen. So, was habe ich gerade sagen sollen? Sie haben seine Leiche gefunden hier. Aha, wie bin ich denn gestorben? In dem Schweinehaus beim Spinnen irgendwo. Ich glaube, das ist, wo uns die doofen hier Schweine, die Hunde verfolgt hatten. Hilfe. Den kannst du anbrennen, aber die empfehlen sie auch. Weil dann greift er wieder an. Den müssen wir einfach wieder jetzt nächsten Tag ein Schweine durchlocken, dass er die Schweine platt macht. Das war ja die Überlegung dahinter, aber. Oh, hier bin ich gestorben, aber ich habe mich schon selber hier. Ich war Schwinster. Ach, hier hinten bin ich, alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Ja, die Samen sind ganz grandios. Ah, oh, der Hand. Das ist kein Feuerzeug. Doch, aber jetzt halt nicht, wenn der Feuer klein macht. Ja,
hat denn die scheiß Steinwand hier hingebaut? Ich bin ein bisschen. Was nicht bei mir? Ja, ich weiß, deswegen kann man nur bei Sonnenuntergang die Bären ernten gehen. Deswegen auch ein Stück wegstellen. Oder willst du hier. Ja, ich denke mal, das kriegen wir hin. Wird vielleicht mit dem Bumerang drauf rein. Genau so ist es. Wenn der kommt, Bumerang drauf hier. Muss man sein basteln, so. Ah. Eigentlich schon eine Pickaxt hier. Nein, nicht mal. Wo ist der Baum der Stein? Der ist irgendwo mal so südlich unten gewesen. Zack. Ah, nee. Ich glaube mal wieder das Essen, was hier gerade fertig gekocht ist. Okay. Gut. So, wollte ich eigentlich mal weiter hinten hin? Nee, da geht's nicht. Warte mal. Und die Steine holen dann jetzt gehen. Wieso nicht? Auch was essen. Achso. Da sieht's mal aus. Du hast auch noch haufenweise angesammelt, angesammelt gerade. Ach, da, ich habe ihn gefunden, den Baummacker hier. Wollen wir mal zum Schweine drauf locken? Was sagst du? Kannst du machen? Ich pack mal meine Axt aus und. Da kommt er schon. Jetzt habe ich es. Gut. Mein Hübscher. Er ist mir sozusagen auf dem Fersen. So, gleich könnte es im Schweinedorf interessanter werden. Mhm. Guck mal, ich habe einen guten Kumpel mitgebracht, Jungs. Oh, die Bären sind im Schweinedorf fertig. Naja, die prügeln sich jetzt erstmal mit dem. Alter. Oh, Kumpel kommt hier, ich hasse dich. Hau ab. Jetzt parkt der Gutste im Schweinedorf, nur so zur Info. Okay. Ich weiß nicht, er scheint sich eingekriegt zu haben hier. Kann ich eigentlich noch mehr Kacke holen? Kacke? Ja. Ich koche jetzt erstmal ein bisschen Zeug hier. Ah, die Angel mitnehmen.
Was? Nein. Ah. Ja, ich sehe es. Das Fuck. Das. Nein. Ja, passiert. Ja. Was macht er jetzt? Nochmal. Nein. Was? Ach, Schweine, die. Schweine. Oh Gott. Wir haben die alle gefressen, weißt du? Wo hat denn die 8 Schweine gemacht? Wahrscheinlich haben sie sich irgendwo geprügelt, aber ich werde doch gerade von Spinnen verfolgt. Hilfe! Oh ja, sagen wir viel. Schweinsuppe abgebaut. Ah, hier liegen nur Spinnen. Ah, ich bin. Ich habe ein Problem. Boah, Alter, wie viele Spinnen sind denn hier, bitte? Ja, ich bin, glaube ich, gerade da, wo der Baxter gestorben ist. Okay. Scheiße, es sind nur Spinnen. Much more Spinnen, please. Oh, Alter. Hilfe! Das hast du jetzt aber erstmal geschafft, nicht? Naja, man kann ja jederzeit irgendwie nochmal stoppen. Hilfe, Spinnen. Die Spinnen, die Spinnen. Oh, Nils. Oh, Nils. Wir sollen uns diese Folge beibringen. Ist klar. Ach, du hast nicht das richtige Dorf abgebaut? Nee, der ist woanders. Ich habe ihn gefunden. Okay. Aber das sind nur Spinnen, nur Spinnen. Also da ist, da bin ich gerade böse angeschlagen worden. Ja. Alter. Ja, solange die irgendwie, die heute überlebt haben, ist alles gut. Oh, da ist wieder jemand gestorben. Solange die Schweine heute übrig geblieben sind, ist alles gut. Da kommst du nicht hin, also da müssen wir mit den Schweinen vorrücken. Aber ich dachte, die Schweine fressen nur das Fleisch. Ich hoffe, die fressen die heute nicht. Also dein Zeug liegt da hinten rum, aber... Spinnen. Jetzt mal eine neue Herausforderung. Yep. Püh. So, erstmal der geheilt. So. Schau, die Bären sind schon gewachsen, aber glaub nicht. Naja, bei uns ist noch nicht viel passiert. Baltisch hat da ja irgendwo was Verrottetes gesammelt hier. Ja, ich habe ja draußen noch welche angepflanzt. Nicht doch, wo du gepflanzt hast. Ja, ich weiß, halt da oben habe ich schon gesehen gehabt. Ich gehe mal auf der Suche nach meinem lieben Waldmeister. Da ist er. Aha. Da wird schon von Schweinen angegriffen. Das wird gut, aber... Es gibt Schweinefleisch. Oh. Sind wir auf dem Fersen? Ah ja. Die Axt im Wald. Was nennst du das normale Bücher? Hallo, mein Freund. Nee, ich sag's mir dann. Was?
Vorsicht, ich habe hier jemanden im Schlepptau, ja. Okay, fangen die denn auch? Ich versuche jetzt mal den Baumwächter bis ins zum Schweinekönig in das Dorf zu locken. Okay. Da gibt's mehr Fleisch. Noch ist er mir auf den Fersen. Hallo Meiner. Ja, schafft schon irgendwie. Wir könnten ihn natürlich auch in die Spinnendingens unten reinlocken, wo er gestorben ist. Ja. Da. Da schnarchen sie rum. Ja. So, Steine waren es noch drin. Scheiße. Guck mal, was jetzt passieren wird hier. Oh, die blöde Spinne reagiert gar nicht auf den. Ja. Kühlschrank brauchen wir eigentlich noch nicht, oder? Also, wir können auch den einen Schacht sehen. Was sagen? Ja, wir haben ja keine Nahrung, oder? Also, ich hätte noch einmal die auf übrig. Ich könnte, oder wie viel brauchen wir denn? Ja, ein Fett übrig. Auf meine Notreserve, der Roboter kann das ja auch fressen. Da stell ich mal einen hin. Nope. Wo jetzt darfst du das Gute springen, bitte was mit. Ja, und seine Passion. So, jetzt wird's interessant. Ob der ihn schon den Schweinekönig umbietet? Nee, da kann ich sterben. Achso. Ich bin jetzt aber im dicken Beschweine drauf, mal gucken, was gleich passieren wird. So. Jetzt wird er angegriffen. Ach nein, es ist Home-Time, scheiße. Bären. Oder Hunde. Oh Scheiße, die dummen Hunde auch noch. Ich kann kotzen. Nein, nicht euch dummen Hunde. Warte, ja. Und das sind Dunkelwehren, ich kann kotzen. Ich bin sonst wo hier. Fuck in hell. Nein.
Sie sind schon mal hinter mir her, ich lasse kommen. Und dann er trifft mich auch noch. Haut ab, ihr Lieben. Ich sehe euch nicht. Das ist ja unfair. Oh, ey, meine. Oh, es sind viele bei dir, oder wie? Bei uns waren es noch zwei. Keine Ahnung. Können auch nur zwei sein, ich weiß es nicht. Das wäre langweilig. Es wird gerade Tag, also es könnte jetzt interessant werden, ja. Nein, ich habe nur einen hier. Wo bringt er? Kann ich doch platt machen. Ja, der wird ja eh schon von Schwein jetzt hier gekillt, würde ich sagen. Wir haben wirklich nur Steine irgendwo. Kann ich die haben? Hat es denn? Ah, dann wollen wir mal das Zeug holen. Okay. Also ich sammle gerade ordentlich Schweinefleisch, wollte ich nur sagen. Gut, das ist auch günstig. 8 Stück habe ich schon. Ja, ich habe doch unseren Baumwächter hier direkt in die Zone der dicken Schweine gelockt. Ja, ich habe auch ein paar Fehler gefangen. Bitte. Ja. Fischstäbchen. Haben die alle nur immer benutzen oder was? Ne, die hat auch so eine Prozentanzahl, das geht schon ein paar Mal. Achso, die habe ich jetzt noch hier ausgelehnt. Hilfe, ich hatte nur mit Fröschen angegriffen. Gut, das habe ich. Abends ja, angeln gehen soll. Aber ich besser. Versuche die gerade auf die Schweine zu locken, aber. Der Baxter kriegt wahrscheinlich auch sehr gesunde wieder, das ist gut, weil da können wir noch ein paar Formen bauen. Ja, da hinten sind aber immer noch tausende Spinnen, wie gesagt. Die haben mich sofort angegriffen, also. Warte mal, wo bist du? Arthur. Soll ich uns nicht das mal lösen? Also da hinten ist, wie gesagt, da sind mindestens 20 bis 30 Spinnen dort an der Stelle, wo er gestorben ist, ne? Ich weiß nicht warum. Ah, man hat die Frösche zerlegt. Sehr schön. Ey, friss mir doch nicht die Froschschenkel weg, du dummes Schwein. Du hast Schweine und Frösche in der Nähe gerade? Das ist ja geil. Ja, in dem Schweinedorf, wo der König sitzt, ist das. Aha. Wie sehe ich denn das eigentlich, wenn das angebissen hat, diesen Schweinehaus im Weg? Oh, jetzt. Also. Dann nochmal Frosch. Oh, die Schweine heute. Ja. Das ist hinderlich. Ich gehe mal zur Basis zurück. Also hier unser, wenn ihr ihn sucht, der Herr Baumwächter ist im Schweinedorf beim König hinten. Ja, also warum? Am untersten Zipfel sozusagen. Fettig. Vielleicht bei Spawns leider noch einer, die nämlich echt nur Hilfe dran schaffen. Vielleicht könnte ich mir da auch ein paar Schweine für anhören. Die Bleistifte. Ich muss jetzt echt mal zur Basis zurück. Hier 8 Schwein, 2 Monster Hörfleisch, ein Frosch-Ding zum Beispiel. Geil, dann lass mich mal kochen, dann haben wir nahrungsmäßig ausgesorgt, weil ich weiß, wie man kocht.
Meinst du? Einfach alles im Kühlschrank kotzen, ich mache ein Beste, was okay, ja. Ich habe 3 Minuten Weg vor mir und noch 1000 dumme Spinnen, die hier schnarchen. Also wenn die sich da weiter prügeln hier, unsere Schweiner mit dem ja, Wächter, dann gibt es da immer noch Nachschub unter Umständen. Ja, gut. Aber irgendwann erschlagen sie ihn halt, aber das ist auch nicht schlecht, weil da kommen wir an das Living Lock ran, dass wir dann so ja, diesen Magie-Tier brauchen. Ich wollte mir eigentlich immer einen Magiehut machen. Der Zauberer und sein Kind. Kaninchen. Hier ist ein Kaninchen? Das glaube ich jetzt nicht. Falle. Ach, Kaffee, Regen gab's ja auch. Ich hab noch keinen Regenschirm. Zack. Ja, stimmt, der ist ja bei eurem Charakter eher ein bisschen. Ein Gewitter, ja. Verdammt. Da hätten wir die Schweine heute gebraucht, Nils. Ja, wenn bitte nicht verlieren, ich weine ja auch ab und an was. So, Kühlschrank ist nun. Da. Und ist auch erstmal das, was im Kühlschrank drin ist. Ja, ich glaube mal schnell was. Ich war zu laden, scheiße. Nee. Ich esse hier mal was weg, was ich hier im Kühlschrank gefunden habe und pack dafür was rein. Ja, unbedingt. Am besten bedienst du dich auch jetzt hauptsächlich aus dem Kühlschrank, weil. Ja, machen wir noch. So, geh am besten zur Deck, da schlägt das Licht nicht ein. Was? Oh. Was? Nein, doch. Oh. So, endlich habe ich wieder mein Werkzeug. Einen Hammer. Geil. Ah, hast du den Stein mitgebracht, ne? Einen Stein kann ich dir geben, aber. Nee, ja. Ach, nicht, das ist ja das der raffinierte Stein. Das habe ich hier. Ja. Ah. Also verfeichen. Ja. Ich glaube, ich sollte mich nicht in die Nähe der Roboter begeben. Die ziehen die Blitze an. Ja. Ja, aber ich kann nicht mehr machen. Wir brauchen noch irgendwie Kaninchen oder sowas. Wenn du minder darfst, auch das Fleisch. Ja, dann klappt alles. Aber dafür brauchen wir halt die Schweineschenkel. Ja. Also ich habe jetzt alles, was ich hatte, in den Kühlschrank geschmissen, außer zu einfrieren. Das ist gut, ich habe schon mit der Verarbeiten angefangen. Aber wir brauchen noch minderwertigeres Fleisch, also so Kaninchenfleisch. Oh, ich höre die Hand kommen hier. So, dann war ich fertig. Schön, wie er so vor euch hinpritzelt hier. Gefällt ja. Mir. Nils, wo bist denn du? Warte mal. So. Ja, hier sind Bären dran. Ich weiß ja nicht, wenn der Kumpel jetzt kommt hier. Ja. Ich wollte ja nicht ein bisschen düngen. Ich hab da nur was gegeben. Regen schon. Ach, da ist der Kumpel. Ich gehe mal wieder zum Schweinedorf runter. Okay. Und ich brauche eigentlich, was brauche ich denn? Dringend Steine. Ja, das wollte ich eigentlich als nächstes mal angehen. Ja, ich guck mal vielleicht, was unser altes Lager macht. Ja, zu treffen habt ihr eigentlich. Achso, willst du gleich sehen. Okay, sonst gleich mal fix gegangen. Achso, nee, oder dann machst du es, ja. Ich habe nämlich okay. Nichts zu essen mitgenommen, weil da jetzt. Ich renne mit der Angel in der Hand rum, bin ich denn.
Obwohl, heute muss ich noch mal was kochen. Wo jetzt, bei dir zu Hause oder im Game? Im Spiel. Achso. So, mal gucken, wo ist meine Schaufel? Schaufel da ist. Krass, wie soll ich Kodama dann wieder fett? Ich habe ein paar Getriebeteile gefunden. War das nicht für euch was? Ja. Wo hast du die gefunden? Im Grab? Habe ich im Grab gerade ausgebuddelt, ja. Geil. Perfekt. Können wir entweder einen zweiten Kühlschrank bauen oder einen von den zweiten Kristall? Ist mir scheißegal. Ich schmeiße es irgendwo in die Kiste oder irgendwo hin. Okay. Hier gefunden. Konzig 2001 habe ich gerade gefunden. Ja, der ist ja mal. Tausendmal gestorben ist. Nicht. Ich dachte, da vielleicht noch einer auf dem Server. Nee, leider nicht. Schade eigentlich, ey. Ja. Hat man sich schon ein bisschen drauf gefreut. Naja, mal gucken, vielleicht kommt noch mal irgendwann einer später rein, oder was? Ja. Nur die Flinte nicht in den Kümmel werfen, sozusagen. Jetzt habe ich hier einen Stöpsel gefunden. Ich könnte mich amüsieren. Was sehe ich denn damit? Die Hakaka vom Lager bitte mal liegen lassen. Die würde ich dann gerne verarbeiten, die Farmen. Das ist kein Problem, ich brauche keine Kacke hier. Zumindest fällt mir ad hoc jetzt gerade nichts ein. Sumpf, na, hervorragend. Da bin ich immer sehr gerne. König gibt einen ja für jeden Scheiß Gold hier. Naja, das ist das ganze Grabzeug, was du findest, kannst du bei denen echt ablassen. Ja. Weiß noch fast nicht, was man mit dem ganzen Gold machen soll. Das ist eine, ja gut, goldene Schaufel, goldene Spitzhacke, oder? Ja, hat also eigentlich auch reichlich sinnlos, weil man den schneller arbeiten kann. Ja, der hält nur ein bisschen länger, aber. Ja. Achso, den hatte ich. So, ich guck mal hier auf unser. Ob hier meine Meuchelaktion Früchte getragen hat. Feuerzeug.
den Herrn Baumwächter hier. Hallo, mein Hübscher. Wir wandern rum. Wer ist das? Ach, der dumme Baumwächter ist zu weit oben, sehe ich gerade hier. Nennt mich Graf von Rotz. So, ich bin schon wieder langsam an Verhungern, wie toll. Müsst ihr mal das mitnehmen? Ja, das vergesse ich doch regelmäßig. Weißt du, wie es ist? So, jetzt reicht's mir mit den dummen Eichen. Soll ich in die Getriebeteile in Chester? Ist da immer Platz? Ja. Da habe ich in Chester reingeschmissen. Na, ich habe ja noch was anderes in Chester, sehe ich gerade. Ich war am besten dann noch im Kühlschrank, oder? Wie du möchtest, aber es ist der nächste Winter kommt bestimmt. Ne? Ja, trotzdem sollten wir einen haben und der sollte voll sein. Dann ja. Würden wir auch halten.
So, wo ist hier mein Rottenzeug jetzt? Rotten.com? Da ist Rotten.com. So. Oh, die Büsche sind alle schön. Krass, hast du am Unisgold mitgebracht. Wie viele Prepper? Die Prepper sind nicht alle von mir, ja. Ach, alles klar, von den Schweinehütten. Bei ein paar Bretter habe ich auch die Bären können. Oh, hier ist ein zweiter Baumwächter gespawnt. Ach du Scheiße. Also, direkt neben unserem Lager ist der her. Oh, grandios. Also müssen wir die jetzt in das andere Schweineburg wieder locken. Wir haben noch mehr Blei. Ja, das ist durch eine Sache. Ne? Er scheint noch nicht aggro zu sein bei mir zumindest. Ach, Nils wollte jetzt gerade ordnen. Okay, Ding. Haben wir noch irgendwo Spinnenweben oder sowas in irgendeiner Kiste? Ist doch knapp mit dem Fleisch. Tja, ein Kaninchen kann ich dir geben, aber. Was nehmen? Wo bist du? Ja, da ist der. So. Weg. Geil. Ja, ich wollte eigentlich jetzt unten wieder ins Schweinedorf gehen und da noch ein bisschen hier die gegeneinander aufhetzen und dann. Was sind die ganzen Spinnenweben eigentlich? Habt ihr die verbraten oder? Nee. Ich hab noch ein paar einstecken. Ich würde mir noch fix irgendwas machen, ich will nämlich Honig ranschaffen. Ich hab wieder zwei reingelegt, wie gesagt. So. Deswegen gut, wollte ich nur Bescheid dann gesagt haben. Und gut. Ich nehme mir hier den Topf mit. Für meine nächste Mission. Mhm. Wieso leuchtet jetzt eigentlich der Blitzableiter hier? Der leuchtet jetzt wohl auch die Gegend, oder was? Kann ich auch nicht sagen. Der leuchtet hier eindeutig hier. Der blitzt doch immer mal ein bisschen vor sich hin, ja. So auch eine Art Lampe. Cool. Wo ist denn hier mein Feuerzeug? Da ist es. So. Oh, die Büsche sind fast alle hier gut draußen, sehe ich gerade. Achso, die hier kann man aber ernten. Ja. Geil. Ich habe so ein paar Mal Zeug. Ich habe auch noch ein bisschen rottendes Zeug irgendwo hingeschmissen. Ein Traum. Diese, was soll ich denn Hast du Bacillus angesagt oder die Kategorie? Geil. Ja, Holger, er hat gerade gesagt, dass er noch zwei gespawnt. Was denn? Ja, nicht, der Kollege hat ja noch gar nicht mitgekriegt, dass wir Baumgeister nochmal gespawnt sind. Achso, der ist neu, der andere ist unten. Ich weiß nicht, ich habe nur ihn gesehen. Okay. Schon wieder dunkel wie solche hier. Da sieht man ja die Augen vor der Hand nicht oder so. Oh. Keine gute Idee. Sollte ich doch im Dunkeln gerade die Angel ausrüsten. Ja. Müssen wir aber selber mal einen Plan machen, was jetzt geht. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal Bienen züchten. Ja. Ich hab Pfeffer auf mich, die Hunde kommen auch wieder. Frösche hier. Ja.
Ich versuche mal wieder ein bisschen Stein abzubauen. Ja. Bitte, was hast du auch mitgebracht, aber da ist viel von vorne drauf gegangen. Ich würde ganz gerne mal die Wände weitermachen. Wir hatten noch ein paar Fallen, könnten wir eigentlich auch noch basteln. Ja. Ja. Also ich habe jetzt viele Fallen dort ausgelegt, wo ich manchmal zu den Biefen losgehe. So. Da kann man auch gut fischen. Also wenn mal irgendwie Mangel an Fleisch oder sowas ist, kann man das gut lang machen. Also an niederen Fleisch. Ja. Ah, ich glaube, ich nähere mich schon zum alten Nahrer. Kann das sein? Mal sehen. Oder? Das war da irgendwie hier so komisch gelegen. Du, Kind. Kannst du mit dem Bären Dragonfruit-Pfeil draus machen? Oh, ich habe unser altes Lager wieder. Ja, hast du was von Vogelkäfig? Also, zum Glück brauchen wir noch viel mehr Papyrus. Echt, müssen wir mal kochen, also vor allem die Bären. Da kannst du halt mit der Drachenfrucht oder ich weiß nicht, Vogelkäfig. Ich baue viele Formen, da können wir reden, auf jeden Fall nochmal eine Drachenfrucht und warte zwischen. Ja. Oh, hier sind ein Haufen Kaninchen hier. Das ist ja ewig weit weg. Ja. Meine. Da unten. Papyrus haben wir. Nee, noch nicht. Also, ich habe noch drei solche hier Papyrus-Teile habe ich da, aber. Wo sind die ganzen Bretter hin? Hat jemand genommen? Ich nicht. Bin nicht da. Eine Kiste. Ah, alles klar, Bell. Was denn? Nicht, ich hab vergessen.
den Baum noch irgendwo hinstellen. Ich krieg das mit den Fischen gar nicht gebacken hier. Jawohl, er hat einen Fisch. Sehr schön. Und noch einen Fisch. Aber es ist jetzt dunkel, das ist blöd. Geil, kommt hin, da brennt das Feuer. Konnte mich die blöden Spinnen oben mit einer Falle fangen? War da nicht letztens mal sowas im... So soll erstmal bei Fleischbällen bleiben. Also die Spinnen, die konnten man mit einer Falle fangen, ja. In dem rechten Kühlschrank kannst du auch noch was essen. Geil. Okay. Okay, machst du das denn? Schweineplatz? Ach, wenn es dir klappt. Ach so, ein Kolifanten. Ey, ja, genau, das könnte man machen. Bin ich auch dabei. Das, und wir brauchen den Rüssel, damit wir einen Wintermantel bauen können. Versuchen wir den mal. Den Olifanten oder was? Genau. Hatte ich nicht schon letztens irgend so ein Vieh mal hier gefunden auf der Karte hier? Ja, aber wo der ist, der kann nervt worden zum Glück. Achso. Also zumindest bei Don't Starve Together. Jo. Kann ich eigentlich auch Frösche fangen? Na, probieren wir es doch mal aus. Ne? Ja, da muss man da eigentlich nur rumrennen, die tauchen immer mal zufällig aus. Okay. In Ordnung. Hier ist ja ein riesen Spinnennest, da sind zwei, die zusammen sind, halt. Ach, krass, der ist gerade eine Blume gefroren. Was, so eine, Augen, so eine Augenblume, ja, oder was? Genau. Ich glaube, wir wollen keine Koalafanten jagen, also wenn du was siehst, kannst du ja mal in Spuren folgen. Da kloppt mir denn um. Oder er euch. Das kann auch passieren, aber ich denke mal, den schaffen wir. Wo ist denn Frösche hier? Aha, so überlebt ja. Geil. Da kannst du schon mal zwei kochen.
nur mit dem Koalafantenfleisch. Wenn du noch ein bisschen mit billigem Fleisch steigst, ist halt alles gut. Oh, noch nicht. Seid ihr schon mal das andere Vieh gespawnt? Verborgen? Nicht? Also, wir können auch jetzt andere Monster spawnen. Wenn sie einen Koala fanden, so. Ja. Ja. Ein Warg und noch irgendein anderes Vieh, wo ich den Namen vergessen habe. Total komisch aussieht. Aber nicht das große, was wir letztens mal hier am Arsch hatten, oder? Ach, genau das meine ich, ja. Das wo war denn das ja eigentlich hin? Wo war denn das? In einer anderen Welt? Das war auf unserem ersten Server, ja. Okay. Der hat uns aber ganz schön, naja, der abgezogen. So, jetzt muss ich mal gucken hier, wo bin ich denn? Wo und wer und was bin ich? Achso, da oben bin ich. Ist ja geil. Ich komme ein bisschen zurück hier. Uhu, es gibt ja nicht ruhig Sturm, weil es sieht ein bisschen aus. Der wandert über das Meer. Ich hoffe nicht. Ich habe auch nicht gefunden. Ich gehe noch ein bisschen angeln. Juhu, es fängt an zu regnen. Ah, ich hab eine Spur gefunden. Im Süden von der Basis. Bei den Fischen, bei den Teilen, wo die Frösche sind. Also die Spur wird nicht. Da musst du gucken, diese Fußtapse zeigt dir wirklich immer genau die Richtung hier. Das ist mir vorher auch nie so aufgefallen. Aber ja, auch manchmal findet man es trotzdem nicht. Also ja, ist richtig, aber ich hatte es letztes Mal ja auch so, da bin ich schon wirklich nachgegangen. Ah ja, ich hab nicht was. Was denn erschreckt? Ja, ziemlich. Wieso? Ich wollte euch ja noch was dicken. Hier ist eins, wo ich gerade stehe. Nee, bei mir zeigt es eins. Ah ja, ist gleich dunkel, da macht es auch wirklich keinen Sinn mehr, oder? Ich hab ne. Ich hab ne Zeit. Ja, ich hab ein paar Elefanten gefunden. Wenn ich guck mal auf die Karte, siehst du, wo ich bin? Oh, ganz schön weit geht es. Ich weiß, ja, ist da oben, ich sehe es auf der Karte. Ja, aber das ist jetzt zumindest auf meiner. Das ist bei unserem alten Lager in der Nähe. Wenn du jetzt ja, weiter genau gehst und dann links so ein bisschen was im Lager, ja. Richtig. Das sah ich gerade auf der Kartinka. Karte, ich wollte noch ein bisschen fischen. Couchfishing? Ja, zwei Fische habe ich und noch, ja. An Bord. Hallo? Mach mal einer das Licht an. Oh,
da schon wieder irgendwelche Spinnen rumhäscheln hier. Ich höre schon wieder, in unserem Lager kommt die Hand. Mhm. So. Dann kochen wir mal was Schönes. So, das war's schon wieder. Le Bouche. Rene. Ich schmeiße hier mal wieder in den Busch hin. Cool. Ich wollte sie jetzt nicht pflanzen, weil jetzt ja gerade wieder. Oh, da ist ja da. Der El Chef Verino ist ja da. So, Bretter. Was brauchen wir noch? Vier Bretter. Eins. Vier, wie viel habe ich jetzt gemacht? Ich muss jetzt leider Holz hacken. Das ist toll. Hallo, mein Freund. Wie wär's mit uns beiden auf dem Date? Ich versuche ihn mal ein bisschen wegzulocken hier. Schweine hinten kriegst du jetzt gleich einen Puff. Ah, die Rennleitung ist unterwegs. So. Wir wollen Kauko-Alafanten wegmachen. Haben wir wieder irgendwo in den Kühlschrank, wo Nahrung reinkommt? Ja, ich schaue jetzt Fleisch einfach hier rein. Links habe ich jetzt Fleisch reingeschmissen. Alles klar, also dort was verarbeitet werden muss, und rechts habe ich das abgerichtet. Okay, also quasi immer schön aus dem rechten Kühlschrank fressen. Und wenn was nachproduziert werden muss, dann müssen wir halt machen. Mhm. Ab und an mal was runternehmen, neues ansetzen und reintun und so. Auf jeden Fall ein Holz, das ist das Problem an der Sache hier. Ein bisschen Holz hab ich. Ja, aber hier ist ja Karl Gustav gerade in der Nähe, deswegen. Hm. Hier ist ein Schwein. Ja, gerne. Oh. Hat hier irgendjemand die Uhrwerk Orange auseinandergenommen? Der lebt das nämlich nicht mehr. Ach so, ja, ich glaube, das hat Kollege gemacht. Ach, Scheißendreck hier. Wie machen wir das mit den Koalafanten? Der eine treibt mich zum nächsten, oder wie? Okay. Was habt ihr jetzt vor, den Koalafanten umzunieten, oder was? Ja. Soll ich mit dazukommen, oder? Kannst du machen. Ich wollte nur schnell was erledigen, bevor ich hier wieder alles verliere im Kampf, weißt du, wie es ist. Ich hab da so das Händchen vor.
Ja, wir müssen einen Rucksack über sich umgehen, bitten halt. Schön Rucksack mitnehmen, irgendwo in der Nähe vom Schlachtfeld ablegen. Mit einem am besten den ganzen Werkzeug drin. Mhm. Und vielleicht Fleisch auch in den Rucksack tun, dass es nicht weggefressen werden kann. Jetzt noch leider. Ja, gut, okay, dann. Ich hab, wie viele Bretter habe ich jetzt? Bretter 3 muss ich jetzt schon machen. Der muss hier sein. Top. Mhm. Okay. Warte mal, ich hab doch meinen Boomerang als Glück dabei. Wenn ich den Akku mache mit dem Boomerang, greift er uns an. Oder? Oh nein. Ich denke, der dumme Kuppel kommt am Abend, nicht? Ja, aber der frisst nicht weg zumindest. Ach so, okay. Geil. Geil, mit Rüssel. Habt ihr ihn umgenietet? Ja. Cool. Geil. Da noch einen suchen. Fett. Geil, Nils. Gute Idee. Der zweite ist ja so easy zu fangen. Krass. Das heißt, fangen habt ihr den irgendwie. Wir haben den, quasi, ja, wir haben den aufeinander zugedrängt, beziehungsweise das hat nicht geklappt. Ich hab ihn dann einfach mit einem Boomerang-Akro gemacht. Mhm. Und dann hat er uns angegriffen und dann konnten wir uns das jetzt so bequem umwaffeln, der hat nicht einen Schlag losgekriegt. Coole Sache, ja. Und jetzt haben wir 7 Fleisch. Ich habe 25 Bären gerade gesammelt. Mhm. Reicht doch erstmal. Ich bin aber gerade fleißig weiter, bevor wir. Aber weil die hier hinten können ein bisschen wachsen, aber oh, die können es nicht. So, Kühlschrank. Ach du Scheiße. Was denn? Ich hab's nur gerade gemerkt, es macht so. So, ja. Tatsache, das Blitzlicht scheint auch wirklich ein bisschen zu leuchten. Das geht ja abends an. Wir können doch quasi auch an den Blitzer bleiben und nachts überstehen. Ja, sieht so aus. Ist der Richter da hinten? Ah, ne, ist der. So. Der Quatsch, Magie. Ja, großartig. Da bräuchte noch 2 Kaninchen, dann könnten wir 3 von den Dingern basteln. Eins kann ich dir geben. Okay, 3 immer noch, 3 schlafen nicht. Was brauchst du denn noch? Noch 1 Kaninchen, also ich brauche noch 2 Kaninchen jetzt. Warte. Oder irgendein anderes Fleisch. Achso, naja, kann ich nicht mit ihnen, ja. Ich habe alles in den Kühlschrank geschmissen. Vogel ist hier hinten, da könnte man gucken, ob der was gibt. Warte mal, okay. Ich geh mal hin. Nee, er hat nur eine Feder freigesetzt. Er hat nur eine Feder. Okay. Ja, dann mal gucken, was wir da machen. Ich weiß nicht, ob wir da noch weiter zum Schade. Willst du nicht mal gucken? Ja, der Kollege muss noch vor Ort raus. Ja, ich sehe schon, es ist 11:30. Ja. Ja, auf jeden Fall. Kannst du auch mal von zu Hause aus mitspielen mit dem Headset, wenn du Bock hast.
wenn es mal gibt, da können wir wenigstens alle drei miteinander quatschen. Genau, du schiebst ihm da einen Mantel rüber oder er lädt es runter. Ja, geil, das freut mich. Achso, haben wir noch irgendwas für Saatgut hier oder brauchen wir das nicht mehr? Saatgut, doch brauchen wir immer. Ich hab hier, ich pack's in die oberste Kiste, da sehe ich gerade, da ist so ein bisschen Bauzeug drin. Okay. Da ist übrigens auch das Holz, was du gesucht hast in der oberen Kiste. Mhm. Wollen wir hier eigentlich vielleicht einen Break machen, Holger? Ja, das wäre durchaus sinnvoll, ja. Okay. Ich leg mal mein Feuerzeug noch ab hier. Ja. Aber scheint doch nicht zu verschwinden. Der Kollege hat das auch gerade verloren, jetzt liegen ja wieder drei. Ja, so, das legst du automatisch ab. Es kann aber sein, dass es gefixt worden ist. Denke ich mir mal so. So, gut, ja. Okay. Also dann hat Spaß gemacht. Bis demnächst. Ja, bis demnächst. Und tschüss, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.